Herzlich willkommen zum UVN Business Talk. Mit diesem Format wollen wir der niedersächsischen Wirtschaft ein Gesicht geben und zeigen, vor welchen Herausforderungen sie steht. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Thorsten Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der Wagner Group aus Hannover in Langenhagen und nebenamtlich auch Präsident des Arbeitgeberverbandes Hannover. Und, nicht zu vergessen, natürlich auch Vorstandsmitglied der Unternehmerverbände Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind, Herr Wagner. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, eingangs vielleicht sagen Sie mir einfach mal ein paar Worte zu Ihrem Unternehmen. Was machen Sie? Worum geht's? Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen? Was sind Ihre Herausforderungen? Wagner Group entwickelt und realisiert seit 1976 technische Brandschutzanlagen. Weltweit sehen wir uns als Technologieführer in den Bereichen Branderkennung, Brandvermeidung. In den 46 Jahren unserer Unternehmensgeschichte haben wir über 700 Patente im Bereich der Entwicklung und Forschung erarbeitet. Wir sind ein unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen und zurzeit haben wir 640 Mitarbeiter an 20 Standorten in 12 Ländern. Ja, neben Ihrer unternehmerischen Tätigkeit, die ja auch sehr umfassend und vermutlich auch weltumspannend ist, dachte ich mir, sind Sie ja in der Verbandsarbeit auch schon lange aktiv und für den Standort Niedersachsen aktiv und da auch eben als Präsident der Arbeitgebervereinigung Hannover tätig. Wir haben ja jetzt Landtagswahl. Wo sehen Sie da die Herausforderungen? Also für uns die wichtigsten Herausforderungen sind vor allem der Bürokratieabbau, aber natürlich auch die Digitalisierung und vor allem der Fachkräftemangel. Okay, fangen wir mal an mit dem Bürokratieabbau. Was haben Sie da im Kopf, vielleicht auch mit Beispielen aus Ihrem Unternehmen? Also bei dem Bürokratieabbau geht es ja vor allem, würde es uns ja schon helfen, wenn wir nicht wieder immer einen Aufbau hätten. Wenn ich zum Beispiel an den A1-Bescheinigung denke, ein Nachweis für unsere Beschäftigten, damit sie bei Dienstreisen ins europäische Ausland einen Nachweis haben, dass sie hier in ihrem Heimatland sozialversichert sind. Diese Regelung kam für uns aus heiterem Himmel. Und da würden wir uns. Das war, glaube ich, um mal kurz einzuhaken, das war so, auch wenn man eine ganz kurze Dienstreise gemacht hat, ein bisschen überspitzt gesprochen, mal zum Tanken nach Luxemburg gefahren ist, hätte man kontrolliert werden können, mit empfindlichen Strafen auch teilweise bewährt. Ne? Genau. Und hat irgendwie keiner dran gedacht in den letzten Jahren so wirklich. Ne? Ja, es gab eine Verschärfung, aber das wurde im Grunde genommen, ist es nie publik geworden. Und ich habe mich relativ früh mit diesem Thema beschäftigt. Aber alle Unternehmen, mit denen ich auch in Verbänden oder so zu tun hatte, denen war das überhaupt nicht präsent. Ja. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir rechtzeitig über solche Regelungen informiert werden. Und natürlich, dass wir auch wirklich umfassende Informationen bekommen, was das für Aufwände eigentlich bedeutet für die Unternehmen. Weil gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, uns trifft es dann natürlich schon hart, weil wir gar nicht die Ressourcen haben, um hier halt einfach die Umsetzung und die Dokumentation dann auch wirklich leisten zu können. Weitere Dinge, Bürokratieabbau, was nervt Sie? Ja, wir sind wieder beim Aufbau, das ist das Lieferkettengesetz. Ja, okay. Das Lieferkettengesetz gilt doch gar nicht für Sie, sind doch unter 1000 Mitarbeiter. Ja, in der Theorie stimmt es, das gilt gar nicht für uns, aber wir als Unternehmen sind natürlich auch Zulieferer von großen Unternehmen und dann gilt dieses Gesetz sehr wohl für uns und damit ist es im Grunde genommen das, was man eigentlich wollte, die kleinen mittelständischen Unternehmen davon auszunehmen, um diesen Aufwand nicht zu haben, das hat man damit ad absurdum geführt, weil man die Großen dazu verpflichtet. Weil beispielsweise dann der große Konzern, dessen Gebäude Sie beliefern mit der Technologie, dann nachfragt, ist das lieferkettenkonform oder woher kommen die Produkte? Genau. Und dann müssen Sie es dann doch hintenrum quasi doch mitteilen. Okay, das ist spannend. Das
dass es dann doch weitergeht als bis zu diesen Grenzschwellen 1.000 oder 3.000 Mitarbeiter. Okay, trifft Sie auch. Ja, als nächstes Thema hatten Sie gesagt, Digitalisierung. Ich denke so an Leitungskapazitäten und ähnliches, Videokonferenzen, Haken manchmal. Sind das so auch Ihre Erfahrungen? Was ist da Ihr Thema in dem Bereich? Also für die heutige Industrie, für die Unternehmen ist die digitale Infrastruktur natürlich sehr wichtig. Wenn wir das Beispiel Langenhagen, unseren Standort nehmen, dann haben wir natürlich sind wir in der guten Lage, dass hier die Glasfaseranbindung schon relativ weit ist und wir diese Technologien natürlich auch die Vorteile dieser Technologien nutzen können. In der Zeiten der Pandemie, wo wir zahlreiche Mitarbeiter im Homeoffice haben, aber auch sicherlich über den Bereich der Pandemie hinaus, wo es sicherlich wichtig ist, dass die Mitarbeiter ortsungebunden arbeiten können, ist es halt wichtig, diese digitale Infrastruktur auch überall bereitzustellen. Und wir merken das immer wieder in Videokonferenzen, da ist es halt einfach nicht flächendeckend gelöst und die Qualität dieser Videokonferenzen oder der Zusammenarbeit bei den Mitarbeitern im Homeoffice leidet. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig, dass wir hier wirklich dafür sorgen, dass wir die digitale Infrastruktur so ausgebaut haben, dass wir jederzeit schnell und zuverlässig, ortsunabhängig, arbeitsbereit wirklich sind. Das ist wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das hilft uns natürlich als Unternehmen. Also nicht nur den Blick auf die Ballungsräume richten, habe ich verstanden. Sie haben den Glasfaseranschluss, sondern auch ländliche Räume, da wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnen. Ja, wir müssen das halt überall wirklich flächendeckend umgesetzt haben. Okay, und wie sieht es aus mit Cybersecurity bei Ihnen? Haben Sie da, Sie sind ja ein patent-wissensintensiver Betrieb, habe ich auch verstanden. Ja, also die Cybersecurity ist hier sicherlich die Kehrseite der Medaille der Digitalisierung. Ich glaube, das größte Risiko weltweit, global für die Unternehmen, ist zurzeit die Cyberangriffe. Und hier ist es unserer Meinung nach wichtig, dass dies halt wirklich vom Bund her organisiert wird. Mhm. Weil hier ist der Bund eigentlich in der Verantwortung, sich um die Cybersecurity zu kümmern. Und wir als Unternehmen können eigentlich da nur oder sollten darauf aufsetzen. Mhm. Okay. Ja, wichtige Punkte. Wie ist das, wenn Sie Ihre Anträge stellen? Sie haben auch mit Behörden zu tun in Ihrem Geschäftsbetrieb oder so. Sind die Ihnen digital genug? Nein, natürlich nicht. Okay. Da gibt es ja so gut wie gar keine Anträge, die Sie digital stellen können. Ja. Und da ist sicherlich gerade in der Digitalisierung der Behörden, in der Zusammenarbeit mit den Behörden, in diesen Prozessen, da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Sie sagten ja, Sie bilden aus. Fachkräftemangel oder Sie haben auch wahrscheinlich ein internationales Team, die auch hier tätig sind. Könnte ich mir vorstellen, da gibt es auch eine Menge Baustellen, die Sie im Kopf haben. Ja, also der Fachkräftemangel, vor allem, wenn wir vorne anfangen, in der heutigen Zeit, die heranwachsenden Generationen sind im Grunde genommen alle Digital Natives, aber unser Bildungssystem spricht dieser Tatsache überhaupt gar keine Rechnung. Mhm. Und da ist es einfach wichtig, dass wir frühzeitig halt, wenn wir die Digitalisierung ernst nehmen, halt in der Bildung anfangen und das Bildungssystem und auch die verantwortlichen Stellen hier wirklich professionell das Ganze aufbauen und dann auch begleiten. Wäre das so ein Digital Mindset für Lehrer, habe ich so auch verstanden. Ja, also natürlich. Also das Digital Mindset,
für die Lehrer, die ganze Infrastruktur in den Schulen, ja. Der Umgang mit den Tools, wirklich das ganze Arbeiten muss heute deutlich digitaler werden, wenn wir darüber nachdenken, dass wir unsere Fachkräfte für morgen ausbilden, dann sollten sie auch wirklich die beste Ausbildung, und ich glaube, wir können uns das auch leisten, bekommen. Und Auszubildende und so, die bekommen Sie genug Bewerbungen? Ist das mit der Berufsorientierung an den Schulen in Ordnung für Sie? Oder haben Sie da auch noch Ideen, wo es hingehen könnte? Ja, also wenn man betrachtet, dass gerade in der schulischen Laufbahn und auch nachher bei den Studenten man kaum Berührungspunkte zu den Unternehmen hat, das würde ich mir anders vorstellen. Gerade so ein Betriebspraktikum, was ich mache, dieses 2 Wochen Betriebspraktikum in einem Unternehmen, gibt ja nicht die Möglichkeit, die Vielfalt der Unternehmen in der Gänze kennenzulernen. Aber es ist ja ganz wichtig, dass ich halt verschiedene Berufsbilder kennenlerne und sehe, wo sind vielleicht auch Stärken, was liegt mir, um dann auch nachher bei der Berufswahl die richtige Entscheidung treffen zu können. Das würde ich mir deutlich mehr wünschen, dass man hier das Ganze wirklich mal komplett reformiert und das den jungen Leuten ermöglicht. Und vielleicht bei der Gelegenheit auch den MINT-Beruf noch mal mehr nach vorne stellt, weil es gibt ein bisschen mehr als nur die kaufmännische Laufbahn. MINT, Mathematik, Information, Naturwissenschaften, Technik, das kommt Ihnen zu kurz? Ja, ich glaube, dass viele schon vom Elternhaus geprägt sind und dann eher in eine kaufmännische Laufbahn gehen und diese Spannung aus diesem Berufsfeld und dieses Interessante überhaupt nicht für sich entdecken. Und das ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass wir mit verschiedensten Praktika überall alles kennenlernen, um dann das Richtige für uns herauswählen zu können. Ja, ich glaube, es gibt 360, Pi mal Daumen, 360 Ausbildungsberufe. Ne? So, und bekannt, wenn man mal nachfragte, sind wahrscheinlich weniger. Ne? Herr Wagner, Ausbildung, Fachkräfte, gibt es da besondere Herausforderungen? Vielleicht auch so ein Beispiel aus Ihrem Unternehmen, wo es mal gehakt hat, vielleicht auch mit gut ausgebildeten Leuten oder so? Wenn wir das Thema Fachkräftemangel in Deutschland wirklich ernst nehmen, dann müssen wir natürlich auch Taten folgen lassen. Und wenn wir wissen, dass wir hier einfach aus unserem Land die Fachkräfte nicht mehr ausreichend rekrutieren können und wir auf Zuwanderung angewiesen sind, dann müssen wir natürlich auch die Hürden senken. Als Beispiel, ich wollte einen Mitarbeiter jetzt einstellen, einen wirklich gut ausgebildeten, promovierten Wissenschaftler aus Argentinien. Aber dann ist es halt schwierig, ihn wirklich hier ins Land zu holen, weil bestimmte Prüfungen oder so etwas dann nicht anerkannt werden. Und ich glaube, da müssen wir einfach, da kann die Politik viel tun, um das hier zu erleichtern. Es gibt, glaube ich, 140 verschiedene Aufenthaltstitel in Deutschland für einen Unternehmer, wahrscheinlich nicht immer ganz einfach zu überblicken. Ja, Sie wissen ja auch gar nicht, an wen Sie sich wirklich wenden sollen. Ja. Das ist ja auch immer noch bei uns, vielleicht gibt es für alles irgendwo eine Lösung, aber Sie wissen gar nicht, wohin gehen Sie, um das dann auch wirklich zu erreichen. Ich habe das jetzt gehört, Azubis kriegen teilweise Autos gestellt. Wie ist denn das bei Ihnen? Ist das bei Ihnen auch so? Nein, das ist bei uns nicht so. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter und Mitarbeitenden halt auch unseren Standort erreichen können. Und gerade der öffentliche Personennahverkehr, das ist halt wichtig, dass wir das wirklich so ausbauen, dass das schnell und einfach und zu jeder Zeit möglich ist. Weil wenn wir im Grunde genommen halt auch diesen Wandel in dem ganzen Verkehrssystem ernst nehmen, dann müssen wir einfach da etwas tun. Und da würde ich mir wünschen, dass da die Politik einen deutlich größeren Fokus drauf legt.
Okay, Herr Wagner, vielen Dank erstmal dafür. Zum Schluss nochmal drei Blitzlichter, so als Komprimierung unseres Gespräches. Bitte vollenden Sie die folgenden drei Sätze in Ihrem Sinne. Der erste Satz: Unser Unternehmen steht vor der Herausforderung, dass... Unser Unternehmen steht vor der Herausforderung, dass wir unser rasantes Unternehmenswachstum im Zuge unserer Internationalisierung in unseren Unternehmensprozessen abbilden müssen. Da ist natürlich der digitale Wandel als erstes zu nennen, aber auch die konsequente Digitalisierung unserer Prozesse, unserer Systeme und natürlich des ganzen Unternehmens. Der Standort Niedersachsen ist? Der Standort Niedersachsen ist der Mittelpunkt und der Ausgangspunkt für alle unsere Aktivitäten. Am Standort Langenhagen sind 45% unserer Mitarbeiter beschäftigt. Und das ist die Keimzelle unserer Produktinnovation. Und zurzeit sind wir auch am Ausbau hier eines Test- und Entwicklungszentrums, womit wir halt weiter diesen Standort stärken und Arbeitsplätze schaffen und den Erfolg weiter vorantreiben. Meinem Unternehmen, unserer Branche, würde es helfen, wenn die Politik... Meinem Unternehmen würde es helfen, wenn die Politik den Bürokratieabbau vorantreibt, damit wir einen flexibleren Handlungsrahmen bekommen, den wir nutzen können, um einfach wettbewerbsfähiger zu sein. Dass die Infrastruktur in der Digitalisierung weiter ausbaut und auch Schritt hält, auch mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung an sich. Und gerade das Bildungsangebot dementsprechend komplett reformiert und ausbaut, sodass unseren Kindern, unseren jungen Leuten einfach die besten Möglichkeiten geboten werden, um sich zu bilden, sich weiterzuentwickeln und einfach nachher dann auch für die Arbeitswelt zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank, Herr Wagner, für diese spannenden, umfangreichen Einblicke in Ihr Unternehmen, in Ihre Arbeitswelt und natürlich auch in Ihre Ideen für die niedersächsische Wirtschaftspolitik. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie noch weiter Interesse haben, unsere Ideen, unsere Forderungen zur Landtagswahl finden Sie im Internet.